bin jetzt hier an dem von mir ausgewählten Platz für die Deponierung meiner Zeitkapsel in der Natur. Ich hoffe, dass meine Wahl klug war, aber in Anbetracht der Unwägbarkeiten der Zukunft bin ich natürlich darauf angewiesen, einfach zu hoffen, dass die Bedingungen für die Ablage und für den Erhalt meiner Zeitkapsel optimal sind und überantworte diese dann gleich der Natur. Die Zeitkapsel ist nun versenkt. Die Tarnung ist einigermaßen gut. Wenn nicht gerade ein Betrunkener durch die Natur stiefelt und sie einsackt, dürfte das die Zeit überdauern. Spätestens in einem Jahr ist alles mit altem Laub zugedeckt und Laub auf Laubschicht wird hier folgen und neuen Humus bilden. Ich habe gesehen, die Humusschicht ist hier ziemlich dünn. Schon nach 20 cm kommt hier eine Art Mischung aus Dreck und Sand. Soweit ich weiß, ist dieser Ort auch Ergebnis einer Eiszeit, wo Mergel und Lös zusammengeschoben wurde, sogenannte Endmoräne. Und wer weiß, was nach der nächsten Eiszeit damit passiert hier. Ja, also wer sich angeregt fühlt, etwas für die Zukunft zu hinterlassen, sollte das tun. Die Möglichkeiten sind fast unerschöpflich, was man auswählt an Zeitdokumenten, in der Hoffnung, dass das eine oder andere gefunden wird. Letztendlich bin ich Teil einer Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, für die Zukunft Botschaften zu hinterlegen. Und ja, und ich werde das Ergebnis nie erfahren. Also dann, schönen Tag noch.